meine, Sie müssen es ja auch verstehen. Also passen Sie auf, jetzt geht's hier los, ja? Und zwar fängt das hier an, das ist schön, ja? Wenn du eine Mücke siehst... So, sag ich, lass sie grüßen. Ja. Naja, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Also erzählen Sie mal hier von Ihrer Sendung. Ich erkläre Ihnen das dann lieber so, ohne Gebrauchsanweisung. Ja. Passen Sie auf, Herr Preil. Ich versuche es jetzt mal mit Worten, ja? Stellen wir mal uns vor, dass hier eine Mücke säße. Was, hier sitzt eine Mücke jetzt, ja? No, oder hier, wie Sie wollen. Also, angenommen hier. Ja, bitte schön. Sitzt eine Mücke. Ja, was mache ich? Jetzt erstmal Vorsicht. Ja. Jetzt gehen Sie ganz langsam an die Mücke heran. Immer näher. Aber am besten, wenn Sie machen, Sie drehen das Gesicht weg, damit Sie nicht einen Schreck kriegen. Also, bitte, ja, was soll das, ja? Ja, ich meine, man muss ja vorsichtig sein. Ich meine, die Mücke, sie darf Ihnen ja nicht entfliehen. Naja, na bitte schön, nicht? Jetzt gehen Sie also ran an die Mücke, ja, greifen vorsichtig zu und nehmen die Mücke. Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Aber vorsichtig. Und jetzt greifen Sie zur Flasche mit dem Mückentötolin. Eine Flasche ist das. Die öffnen Sie. Und dann haben Sie diese Spritze. Um Gottes Willen, was haben Sie denn da? Die wird dazu geliefert. Na Moment mal, das ist ja eine Injektionsspritze. Ja, Insekten, ja, für Insekten, jawohl. Und dann nehmen Sie jetzt, nehmen Sie also so nach 50 Kubikzentimeter, die... Was, Moment mal, 50? Na, können auch mehr nehmen, umso garantiert das die Wirkung, nicht wahr? Also jetzt nehmen Sie das und jetzt spritzen Sie die Mücke. Ja. So, nun ist das erledigt. Ja, und dann? Nun halten Sie das mal. Bitte schön. Jetzt kommt es. Passen Sie auf. Jetzt stellen Sie sich ganz ruhig irgendwo in ein Zimmer, wo möglichst kein Durchzug ist, nicht? Ja. Und jetzt beobachten Sie die Mücke. Ja. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Aha, da bin ich gespannt. Auf einmal wird der Mücke schlecht. Was wird? Was wird? Sie wird also richtig blass. Sie verdreht die Augen so komisch. Das ist schon sehr verdächtig, ja? Jetzt können Sie schon stolz auf Ihre ersten Erfolge sein. Passen Sie auf. Jetzt plötzlich klappt sie den Mund auf. Mund. Und lässt die Zunge so raushängen. So. Bitte. Und Herr Preil, wenn jetzt die Zunge blau wird... Bitte was? Dann ist das das sicherste Zeichen. In circa einer Minute ist die Mücke verschieden. Bitte, bitte, was ist die Mücke? Verschieden. Wieso, was heißt verschieden? Tot. Ach so, sie ist tot? Tot. Na, lieber Freund, das ist doch, das horrender Blödsinn ist das. Wenn Sie die Mücke nun schon einmal zwischen Daumen und Zeigefinger haben, ja, dann brauchen Sie die Mücke bloß zerdrücken, runterwerfen, ist sie auch tot. Na? Du zerdrücken? Ja. Na, das geht auch, natürlich.